Hallo, willkommen zurück zu Separate Ways. Wir brauchen noch die letzte Zutat. Oh. Okay, Luis. Zwei habe ich. Für die letzte Komponente musst du rüber zur Burgmauer. Wir treffen uns oben auf der Mauer. Ich bringe den Bernstein mit. Oh, ich habe noch ein paar Infos über den Stein gefunden. Ich schicke sie dir. Okay. Der Bernstein-Forschungsbericht 1. Die Tests dauern noch an, aber es ist bereits zu erkennen, dass das Testobjekt großes Potenzial besitzt. Zusammenfassung unserer bisherigen Erkenntnisse. Erstens, selbst in seiner derzeitigen scheinbaren Zustand, scheintoten Zustand, hat es einen Einfluss auf andere Parasiten. Zweitens, es scheint das gleiche Organ wie die dominante Spezies zu besitzen und verfügt daher vermutlich über die gleiche Kontrollgewalt. Drittens, wir haben noch keine Methode gefunden, es zu reanimieren. Darüber hinaus haben wir nach dem tödlichen Unfall von neulich beschlossen, weitere Sicherheitsvorkehrungen vorzunehmen und haben den Bernstein in einem bruchsicheren Behälter besiedelt. Dies ist auch der Grund, warum ich das Bernsteinlabor in die neue Funkzentrale verlegen werde. Der Abschied von Don Chicot steht bevor. Es ist Luis, den wir diese Erkenntnisse zu verdanken haben, aber Settler vertraut ihr nicht. Ich hoffe nur, er kann den Mund halten. Annabelle, alles klar. Es ist ziemlich dunkel. Da gibt's noch was da drin. Hier haben wir noch was. Sind wir näher? Ein rotes Kraut wäre natürlich nicht schlecht. Irgendwie soll es hier noch was geben. Einen Schatz. Ich glaube, das war da. So, gibt es noch ein bisschen Fisch für unseren Sushi oder wie ist das hier? Das bringt ja auch Lebensenergie. Also die einzigen zwei. Okay. Das war ein schöner Schatz, ne? Wir könnten uns den Schatz da hinten noch krallen. Natürlich das Zeug hier holen und wir kriegen Sprengpfeile und so weiter. Entschuldige ich dich, ne? Ja. Da ist ein Schatz. Sehr schön. Haben wir irgendwie was noch? Ein Zeitenkristall könnten wir verkaufen. Und die Fische könnten wir verkaufen. Die bringen bestimmt Kohle. Bevor wir jetzt da. Ich glaube, wir laufen falsch. Da sehe ich doch schon die erste blaue. Ich glaube, mit dem Teil jetzt ziehen ist gar nicht so einfach. Ja, da habe ich bloß fast keine Munition mehr. Wo war denn der Händler? Da hinten. Willkommen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben. Danke. Wir verkaufen möchte mal ein bisschen was. Naja, so viel gibt es gar nicht, aber. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmt natürlich ziemlich viel Platz weg. Na dann, was kann ich für dich tun? Tauschen könnten wir auch noch was.
Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, stimmt, da ich schon mal ist unbezahlbar. Wir bräuchten hier 6 für einen weiteren Schlüssel. Komm jederzeit wieder. Soweit ich mitgekriegt habe. Warte. Schlüssel kann man hier nicht finden. Na, ich will da hin. MP-Munition könnte man kaufen. Das reicht leider für nichts mehr. Okay, sortieren wir das Ganze ein bisschen. Wir haben hier Sprengpfeile, ne? Der ist schon nachgeladen. Einen Schuss haben wir hier. Die sind ganz schön armselig bestückt. Also mit Munition meine ich wenigstens. Und hier geht bestimmt gleich wieder Rambazamba. Was habe ich gesagt? Der schleppt mir da die Platte weg. Komm schon, hast du nichts Besseres zu tun? Wo ist denn der jetzt hin? Oh ja, das kennen wir ja. Wo ist er denn? Jetzt durch. Was haben wir da? Jetzt kommen die. Was haben wir jetzt hin? Na? Ich erwische das Teil da oben nicht. Mensch, gesagt, du sollst da mich dann nerven, ey. Kann ich ja nicht. Wo ist denn? Leuchtet? Wo ist denn jetzt? Jetzt sind wir ihn fast. Jetzt lauft er nicht weg. Ich habe einen Brief für dich. Bist du jetzt drin? Wer bist du? Komm. Erwischt. Was ist denn? Schieß doch. Ich habe immer Probleme mit denen zwei. Ich meine drei. Ey, sag mal. Oh, das ist gut. Oh, das ist noch besser. Mein Gott. Oh, Scheiße. Rode da, der stört schon extrem. Und die. Weiß das Ding jetzt da. Hm?
Jetzt wird es langsam wieder, oder? Was haben wir denn jetzt gekriegt? 5 Schuss, wie gnädig. Ist das da? Ich wollte sagen, kann er mehr da sein? Hab ich gehört. Natürlich. Ich hab doch da noch. Ja, Gloria, warte mal, ich werde da Gloria schon geben, Alter. Ich glaube, da kommt schon wieder, ne? Hat nichts mehr. Ich muss ja vorbei. Egal wie es ist. Ich hab nichts mehr. Okay, ich brauche Munition. Was haben wir denn hier? Blendgranate, das ist doch schon mal gut. Ich brauche trotzdem Muni, sonst überlebe ich doch nicht lang. Ah, wie gnädig, bist du ein Ammo. Was haben wir hier? Natürlich, ich habe sowieso fast keine Muni. Da muss das Ding rein. Ah. Ah, ich werde reich. Davon haben wir nichts. Davon haben wir jede Menge. Und die Sprengpfeile will ich eigentlich nur ein bisschen aufheben. Weißt du was? Das sind 2. So, wo ist das nächste? Puh. War gar nicht so einfach. Geruchstoffe, sehr schön. Okay, aber ich sehe schon, hier kann man blaue Medaillen sammeln. Na, wir warten, vielleicht kriegen wir ein rotes Grau sogar. Da müsste schon irgendwie was sein. Ah, hier. Sehr schön, das war der eine. Da müsste hier trotzdem was sein. Vielleicht sieht mir das vom Turm aus. Das dachte ich schon, hier wäre was. Hier sollte doch irgendwie was sein. Okay, dann halt nicht. Und natürlich können noch ein paar Gegner da sein. Was ist hinter mir? Ah, da, schau an. Oh, da schon 4. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit rumzusuchen. Nach Munition. Schön nachladen. Vielleicht sollten wir die auch verwenden. Da geht's auch noch hoch und da ist es doch schon. Schauen. Alle. Schau mal kurz nochmal hoch, ob hier oben was ist. Nee, schaut nichts aus. Aber hier liegt noch was.
Und hier liegt nur Schießpulver. Das nehmen wir natürlich mit. Ein grünes Kräutlein. Keine Ahnung, warum dass ich so wenig Rote finde. Da ist nichts, ne? Da drüben ist eine Kiste, das sehe ich durch das Gitter. Da waren wir schon. Okay, dachte hier. Nee, da geht's hoch. Warte mal. Ne? Ja, die war wichtig. Wie es da Munition gibt. Dann nehmen wir Reload an. Okay, auf geht's. Der Karte ist nichts mehr, ne? Gut. Jetzt verlaufen. Aber Hunde waren bis jetzt noch kein einziges Mal da, ne? Das war jetzt falsch, ne? Wir müssen ja hier hoch. Okay, kann nicht mehr weit sein. Sehr schöne Sache. Okay. Gucken, was uns da mit dem Bich kommt. Wir verballern der Stieder. Die ist nach meiner Ansicht ein bisschen billig, weil die ist ja auch nicht hochgerüstet. Waren wir hier nicht schon? Ja, ne? Diese Stimme. Oh weh. Stimmt. Wir beide hatten ja noch eine Rechnung miteinander offen. Oh, ein gelbes Grad. Das wäre natürlich ein rotes, nicht schlecht. Nur grüne Kräuter, ne? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ja. Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hä? Huh? Weißt du eigentlich, dass er die Äffchen in den Thronsaal hinbringt? Ja,
Jetzt gucken wir sich hier noch ein kleines bisschen um, ob wir irgendwo anders noch hin können. Ja, zurück natürlich. Da ist ein Weg nach unten. War hier der Schatz, war? Scheiße. Scheiße, ich hab den nicht erwischt. Das kann sich ja noch ändern. Das war jetzt unerwartet, dass der hier war. Ups, nicht runterspringen. Dahinter wollte ich. Gib mir doch mal rotes Kraut. Da ist der einer, oder? Vielleicht unten? Ja, natürlich unten. Bist du runtergeflogen? Nein, nicht beschweren. Wo kommst du denn her? Also das hab sogar ich verstanden. Unmöglich. Stopp leise. Ja, waren nur noch 7 Schuss. Das ist ein wenig, ne? Aber schauen, hier bist du Munition. Hier ist nichts. Da könnte ja immer wieder irgendwas versteckt sein. An. Ein Rubin. Und Gewehrmunition. Das finde ich doch schön. So, ist hier noch was versteckt? Ja, da unten. Nee, oben eigentlich. Was sehen wir, wenn wir das umschalten? Und wir gehen dahin. Ah, schau. Lässt sie bestimmt verkaufen. Hä? Da ist noch ein Schatz außerhalb. Oder wie soll ich das verstehen? Geht's da leider runter? Hier unten ist es. Ja, jetzt passen wir auf, lassen wir mal kurz herumgucken. Da hatten wir damals Spaß mit Leon. Ja, da geht's da leider runter, darüber geht's gar nicht. Da ist er auch. Das ist der einzige Weg her. Na bitte, die Präparatenkammer. Na klasse. Ich dachte, da kommt vielleicht nochmal Kampf oder sowas. Okay, schauen wir mal. Das ist er. Okay, wir brauchen 3 Symbole. Notiz eines Präparators. Der Kurator dieser Sammlung ist ein furchtbarer Vorgesetzter. Er überlässt die ganze Sezierarbeit mir. Selbst wenn er sich mal hier blicken lässt, glotzt er bloß seine 3 Lieblingsstücke in der immer gleichen Reihenfolge an. Und die sind nicht einmal besonders. Ich weiß nicht, was er an den 3 Präparaten findet. Für mich sind sie jeweils völlig banal. Und nichts im Vergleich zum blauen Schmetterling. Unsere mit Abstand wertvollsten Präparat. Wäre er ein guter Forscher, wüsste er das auch. Hm. Interessant. Ja, jetzt müssen wir bloß noch wissen. Oh, wir haben schon wieder Tracking Mode.
Soll es hier nach der Reihe gehen? Dass es da so Kopf ist? Das wäre der erste dann praktisch. Gibt es da sowas? Ja, das wäre der da. Schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Okay, lassen wir mal den Kopf. Und ist da noch der Reihen sein sollen. Dann haben wir hier noch was. Diese Dross Aufzeichnungen. April, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe eine handschriftliche Gesundheit von Mendes erhalten. Ich bitte mich darum, den Diener zu vergeben, der so töricht davon lief. Aber er versteht nicht. Es geht bei dieser Sache nicht um Vergebung. Es geht um mein Vorhaben, für welche zahllose Opfer vonnöten sind. Es ist eine Ehre für all jene, die im Hoheitsgebiet unseren Herrn Ramon leben. Außerdem ist es schlicht unmöglich, dieses Ding jetzt aus dem Körper zu entfernen. Sie injizieren ihren Opfern einen Teil von sich selbst, manipulieren damit ihr Bewusstsein und sperrt sie in einen Albtraum. Die Würde sind ihren Willen unterworfen, egal wie sehr sie versuchen, ihr zu entkommen. Die einzige Methode, den Qualen ein Ende zu bereiten, ist sie zu töten. Denn mit ihr stirbt auch das fremde Wesen im Körper des Wirts. Warum ist offensichtlich? Dieses Wesen ist aus speziellen Zellen aufgebaut, die alleine nicht lebensfähig sind. Und dennoch scheint niemand stark genug sein, meine treue Gefährtin, meine Besander zu besiegen. Gut zu wissen. Okay, das ist dann hierher. Ich gehe mal davon aus, das hier. Und das ist dann praktisch eine Eidechse. Genau. Tja, theoretisch würde es fast funktionieren sollen. Aber irgendwie ist doch die Eidechse dann das Letzte, oder? Kann es sein? Der geht doch hier, wenn er da reingeht. Als erstes hierher. Das ist der Käfer. Das heißt, der Käfer. Und dann erst. Ja, okay, warte mal. Ich glaube, ich hab's. Käfer. Das da. Dachte ich jetzt. Doof. Wenn man davon ausgeht, dann ist es der Käfer. Dann geht er doch darüber. Dann ist es der Schädel. Und danach. Es ist da die Eidechse. Muss das so sein? Die Eidechse ist am Fluss. Aber es könnte natürlich auch so sein, dass das das so ist. Nein, auch nicht. Hey, bin ich jetzt total bescheuert? Die Fußspuren führen daher als allererstes. Und das ist der Käfer. Der
Der Käfer ist auf jeden Fall das Erste. Das da ist ein wenig ein Verwirrspiel. Aber das ist klar, er geht das so rum. Schaut sich das Ding an. Das ist der Schädel. Dann geht er dahin. Und hat die Eidechse. Käfer, Schädel. Oder soll es eine Schlange sein? Nee, nee. Also hundertprozentig. Da gibt es was anderes. Ach, da gibt es zwei Käfer. Okay, gut zu wissen. Ich hab, was du wolltest. Gut. Und ich hab hier, was du wolltest. Ah. Oh, das ist schlecht. Der Parasit reagiert auf den Stein. Das ist er also. Kein Wunder, dass Wesker ihn haben will. Das sollte den Parasiten vorerst lahmlegen. Bereit? Drück die Daumen. Vergiss nicht. Du bist nicht geheilt. Wir müssen das Ding immer noch aus dir rauskriegen. Och nee, du. Ich verstehe das nicht. Sie müsste längst wirken. Nimm den Stein und geh. Du kannst ihn mir geben, wenn der Parasit sich beruhigt hat. Ich soll dich allein lassen? Hast du sie noch alle? Sag dir das. Ich komm klar. Du hast noch ein Versprechen einzulösen. Also gut. Aber du kommst zu mir, wenn du hier fertig bist. Na klar, auf der schmalen Burgmauer mit den Idioten dazu kämpfen. Was, Kapitel beendet? Wir speichern mal. Oder sind wir jetzt auf der Flucht? Anscheinend nicht. Die Medizin. Sie wirkt. Der trackt uns. Das Ding ist bei uns wie so GPS-Tracker. Mach keinen Lärm. Ich muss zu ihm.
Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, ich muss hier kämpfen. Okay, da runter. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oben. Ich komme aber oben nicht drauf. Pardon, ich komme rauf. Da ist das Ding auch. Ja, sorry, aber ich brauche die Kohle. Wie war das? Ach, halt, nein, da geht es ja gar nicht runter. Ich bin jung und brauchte das Geld. Okay, dann haben wir doch das alles hier. Dann müssen wir runter und dann darüber, ne? Wie sieht's denn aus? Da habe ich auch noch ein paar Schuss. Da ist auch was dran. Da komme ich aber nicht rein. Wieso ist da verschlossen? Moment, vielleicht hängt der Schloss dran nicht ganz vor der anderen Seite. Anscheinend ist er da lang. Nee, ist ein Riegel. Das kann man nur von unten, kommt man hoch. Da geht's runter. Wir müssen da sogar runter. Aha, da. Warte mal, da ist auch was. Chroniken der Arbeit, lose Seiten. Dezember, 8 Jahre nach meinem Erwachen. Die Fortschritte bei meinen Bestrebungen, Menschen mit Insekten zu vereinen, sind in Stocken geraten. Ich vermochte es bislang nicht, eine stabile Kreuzung zu erzielen. Und meine Geduld neigt sich dem Ende. Die Haushalterin hat viel erlitten und ich muss gestehen, dass mir bei ihrem qualvollen Geschrei jedes Mal Schauer über den Rücken laufen. Werde ich jemals Perfektion erreichen? Ich habe die Wahl. Ich kann an meinen bisherigen Methoden festhalten, nichts verändern und stattdessen meine Suche nach geeigneten Insektengewebe ausweiten. Oder ich kann einen dritten, völlig anderen Organismus mit in die Gleichung aufnehmen, wenn auch dies verwerflich und unmoralisch wäre. Letzteres würde im schlimmsten Falle in einem Misserfolg enden. Gleichzeitig glaube ich, dass ich mit meiner derzeitigen Herangehensweise auf ewig in Stillstand verharren werde. Die Haushalterin wird daran zerbrechen, wenn es so weitergeht wie bisher. Ich muss eine Entscheidung treffen, sein treuer Diener. Okay. Ein grünes Kraut und wir können da das Ding aufmachen. Das ist sehr schön. Das dachte ich, da wäre noch was. Was ist denn das? Oh, ist bloß ein Gnome. Okay, dann gehen wir doch dann wieder runter. Da ist auch noch was. Sehr schön. Okay, das heißt, ich muss umschalten. Ach, jetzt verstehe ich. So, weshalb? Moment, ist das auch was? Ja. Das heißt, wir müssen das Teil umschalten. Das war hier oben, oder? Oder nicht? Jetzt doof. Ne, ist hier oben, ne? Ne, Quatsch. Hä? Hey. Jetzt verwirrt's mich gerade ein wenig. Ne, da ist es. Wo geht's denn eigentlich darüber? Ja, wir müssen ja eh da lang, ne? So, jetzt sind wir doch
fast richtig, würde ich sagen. Irgendwie habe ich einen falschen Fehler gemacht. Hey. Nee, das muss man anders machen. Wahrscheinlich dahinter. Natürlich dahinter. Vielleicht kann ich da ein bisschen was laut loskriegen. Um Munition zu sparen. Hol dich, hol dich, hol dich so. Ist er tot? Schade. Was? Stopp, du Wicht. Du weißt noch mal, wohin damit? Okay, kriegen wir hin. Und zwar, wir werden da noch ein bisschen was herstellen und dann können wir es einstecken. So, und da ist der Schalter. Sieh da, wir können umschalten. Natürlich krapscht man sich da erst noch alles. Okay, da geht's wieder wohin. Mal schauen, was man da alles findet hier. Okay. Nein, ich wollte eigentlich die Map. Okay, sieht gut aus. Ab nach unten. Jetzt sind wir doch einen richtigen Weg. Roter Pfeil. Was ist das? Ada, ich hoffe, du liest das und niemand anders. Ich gehe in die Mine, um Leon zu suchen. Ramon hat in einer seiner Lautsprecherdurchsagen was davon gefaselt, dass ihn da unten der Tod erwartet, was auch immer das bedeuten soll. Du kommst über die Wasserstraße hin. Der ganze Bereich ist ziemlich gefährlich und verwinkelt, aber ich werde ein paar Markierungen für dich hinterlassen. Die roten Dinger da, Streifen. Okay, er hat wenigstens was Spraydosen benutzt, er hat noch ein paar gefunden. Interessant. Ehrlich? Cool. Und jetzt fliegen die ganzen Leichen von... This way. Die ganzen Leichen von oben runter. Da ist noch ein Schatz. Den kriege ich jetzt nicht mehr, oder? Doch. Das war noch, ja. Oh Mann. Das. Oh Gott, bin ich erschrocken. Ist das ein Nest? Hoffentlich springt mich nicht gleich was an. Oh nee, ich habe das so schlechte Erinnerung. Okay, da geht sogar leider nach unten. Oder nach oben, je nachdem. Wir müssen dahinter. Wieso? Zwecklos. Warum? Dass du auf blöde Gedanken kommst. Oh, warte mal, haben wir da nicht was für euch? Du wolltest die vordrängen?
Wie jetzt? Da wird er die Keule gesprungen. Natürlich. Was haben wir hier? Cool. Was ist denn? Also das da ist manchmal eine Katastrophe. Wo ist es denn? Ist auch zu. Warum sind die alle zu? In jedem ist der Schatz dahinter. Aber man kommt da rum und dann wieder zurück, oder wie? Also warte mal. Oh, mein Händler. Da gehe ich nicht rein. Wo? Das Wasser? Sondern ich würde ganz am Händler. Hab die gerade noch gesehen. Ey. 16 Schuss haben wir da noch. Scheiße, da liegt natürlich die ganze Munition unten. Ja, wir sind beim Händler. Was haben wir hier noch? Herr der Wasserstraße, schon den riesigen Schatten im Wasser gesehen. Anscheinend wird Gregorius Wasserstraße von einem glitschigen Zeitgenossen bewohnt oder besser beherrscht. Was dagegen, ihn für mich zu suchen und zu fangen? Was fangen? Auftrag, den Herrn der Wasserstraße verkaufen. Aha, 8 Spindel gibt es da dafür. Okay, irgendwas sollen wir fangen. Jetzt dachte ich, da war was. Die nimmt was ins Ziel. So blöd wie es ist. Wahrscheinlich ist da drüben irgendwie was. Aber wir gehen natürlich zum Händler. Auftrag ist schon erledigt. Chronik der Familie Salazar. Wasserstraße. Viele Jahre war die Wasserstraße unter der Burg in Vergessenheit geraten und der Aufzeichnung zufolge wurde sie zur Zeit der dritten Generation, also im Auftrag von Graf Gregorio, den Architekten erbaut. Seine Beweggründe für die Errichtung des Kanals sind unklar, aber möglicherweise bezweckte er damit, die Insekten fernzuhalten, die seinen Vorgängern Graf Boltio so geplagt hatten. Wasser ist für die Familie Salazar immerhin ein Symbol der Reinheit. Naja, man kann sich damit waschen. Gregorius Wasserstraße wurde während der Aushebung einer unterirdischen Tunnels auf Befehl des Grafen Ramon, 8. Generation, wiederentdeckt. Die aufwendige, wunderschöne Architektur steht exemplarisch für Gregorius' brillante Arbeit, doch das ist nicht alles. Er leitet den Fluss in den Untergrund um, errichtet das Wasserwerk somit die Abwassersystem. Während Dürrezeiten kann der Komplex sogar als Anlage zur Wasserspeicherung genutzt werden. Der Bau kann nur als ein architektonisches Meisterwerk der damaligen Zeit betrachtet werden. Aber seine Schönheit ist eine Vergeudung für den Einfallspinsel, der im Moment auf den Thron sitzt. Er sieht in diesem Ort einzig die Nutzer, darin diejenigen zu erdrängen, die sich gegen ihn auflehnen. Frechheit, Gregorius muss sich im Grabe umdrehen. Ja, das ist sehr schön. Da kann man auf jeden Fall was. Nein, zu blauen mit dir, Jungs. Ich hab was Neues für dich. Da können wir doch gegen einen Schlüssel tauschen. Gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Eine interessante Wahl. Komm, jeder. Ja, ja, ich komme gleich wieder. Ich will bloß das Zeug hier mal ein bisschen bestücken. Oh. Da
sollte man vielleicht nur mal das Teuerste reinsetzen. Da müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Da habe ich nichts mehr. Da warten wir mal, bis wir noch irgendwas kriegen. Zeit wieder. Willkommen, Fred. Dafür kriegen wir dann später einen Haufen Kohle. Aber das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Ein hervorragender Deal. Die Stiefelmesse interessiert mich auch nicht. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, dann machen wir mal Tunen. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Das taktische Messer könnte man sogar noch ein bisschen höher ziehen, aber... Oh, das kostet Schweine viel Geld. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich dachte, jetzt gehen dann gleich einer ab. Ich möchte gern die Angriffskraft hier noch ein bisschen erhöhen. Ich muss da noch ein bisschen sparen. Nur die feinste stirbt mir da draußen nicht weg. Sehr witzig. Ich versuch's zumindest. Ja, wir werden hier mal speichern und dann natürlich in der nächsten Folge erst weitermachen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.